Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich... Huch, oh, ich glaube, ich war zu schnell. Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Crew um Motorfest. So, ich hoffe, das jetzt passt. Naja, wir starten durch mit dem Lotus E-Express. Lotus Evija. Erstmal liefern. Oh, dunkel. Okay. Wie tut der? Wir sind wieder online. Ich bin bereit, aber erstmal raus aus der Stadt. Zum Glück gehört der Evija zum E-Line-Up. Ich hatte noch keine Zeit, ihn mir genauer anzusehen. Wieso blubbert der so? Aber diesmal werde ich ihn mir vornehmen und jedes Detail herauskitzeln. Wusstest du, dass nur 130 davon gebaut wurden? Wieso blubbert der so? Das hört sich irgendwie sehr merkwürdig an. Oha! Der Evija hat viele Namen. Eve, Type 130, Omega. Aber eins ist er auf jeden Fall. Schnell. Oh ja. In 9 Sekunden erreicht er seine Höchstgeschwindigkeit von 340 Kilometern pro Stunde. Das ist irre! Okay, ins Gemüse darf ich auch nicht fahren, schade. Die Rennstrecke ist der ideale Ort, um das zu testen. Mal sehen, wie schnell er wirklich ist. Das Geräusch, das der macht, ist schon sehr merkwürdig. Als wären wir ein Verbrenner. Hörst du das? Kaum, oder? Das nenne ich Understatement. Naja, was heißt hier kaum? Der war schon kräftig, Krawall. Sieh dir rechts die Windräder an. Der Wind scheint aufzufrischen. Da wären wir. Viel Glück. Und denk dran, mach dir von Anfang an die Beschleunigung des Lotus zunutze. Von 0 auf 100, da können die Verbrenner nicht mithalten. Ja. Da spricht ein wahres Wort. Ein komisches Geräusch. Naja. Habe ich noch nie was gehört von dem Evija. Aber ich vertraue mal auf The Crew, dass es den auch so gibt. So, gut gemacht. Weiter zum nächsten. Sehr gut. Jetzt hat unser Journalist neue Möglichkeiten, diesen modernen Klassiker zu beschreiben. Ein Auto vorzuführen ist das eine, aber einem Sturm zu trotzen etwas anderes. Viel Glück. Oh ne, nicht schon wieder Sturm. Oh doch, natürlich. Überall macht's laut. So. Ich habe tatsächlich keinen Nos. Du fährst mit Lichtgeschwindigkeit durch den Sturm und lieferst dir ein Rennen mit einem Haufen Monster. Was soll da schiefgehen? Halte ihn so ruhig, wie du kannst. Ich brauche ein paar gute Aufnahmen. Ich versuche. Ja, das ist dieser letztlich. Stromer hat eine pyramidenförmige Batterie und einen extrem niedrigen Schwerpunkt. Das sorgt für eine optimale Mischung aus Leistung, Reaktionsfähigkeit und Agilität. Das verschafft dir einen Vorteil, egal gegen wen du antrittst. Glaub mir. Pyramidenförmige Batterie. Das habe ich ja noch nie gehört. Du bist Teil des Unwetters, du bist der Blitz. Das sollte ich aufschreiben. Ja, schreib's auf. Ich bin der Blitz. Könnte ich auch als Folgentitel nehmen. Ja, der ist gut. Der liefert gute Inspiration, der Mann. Ach, Wahnsinn. So hat noch niemand einen Stromer gefahren. Naja.
gut, das war richtig kacke. Oh ja, das war richtig kacke. Das war so schön vorn. PS bei so einer Beschleunigung? Kein Wunder, dass der nicht auf die Straße darf. Was hat der? 2000 PS? Okay, das ist heftig. Oho. Fast geschafft. Nur noch die Fotos. Das Auto ist wie gemacht fürs Rampenlicht. Blitz. Und ich habe die besten Fotos ever. Ein Fehler. Und deswegen nur Zweiter. Aber es ist okay. Lass ich gelten. Ist halt kein Porsche, ne? Gut gemacht. Neue Herausforderungen voraus. Mein Herz rast sicher. Aber keine Zeit zum Ausruhen. Was habe ich da gerade gesehen? Hammer E-Express? Ich sollte auf die Straße schauen. Hallo Bus. Das nächste Auto, das du vorführst, wird dich sicher überraschen. Danny ist schon ganz schön aufgeregt. Ein Elektrohammer? Ich betrachte es als ein Revival. Ich bin sicher, dass du so etwas noch nie gefahren bist. Gefahren nicht, nein, aber gesehen habe ich den schon. Das Auto für das nächste Rennen und die Vorführung ist... Also noch nicht live. Der GMC Hammer EV. Er verbindet Masse mit Tempo wie kein anderer. Probier ihn aus. Oh, er mag zwar robust sein, aber sorge dafür, dass er im tadellosen Zustand bleibt. Viel Spaß! Also wie gesagt, gefahren habe ich den noch nicht. Aber gesehen in einem YouTuber-Video von einem der mittlerweile zahlreichen Elektro-Auto-Tester-YouTuber. Aber den gibt es anscheinend sogar zu kaufen. Ups. Ach, da fährt sogar, glaube ich, einer, was? Ach, guck mal, der ist hier. Dass die alle auf einem Fleck sind, warum? Voll verwirrend. Wäre ich gerade schon wieder hier ins Falsche reingefahren. Aber da geht es mir bestimmt nicht alleine so. Ja, genau, das ist er. So sah er aus. Hey, kannst du mich hören? Okay, gut. Wow, das wird ein toller Trip. Ich bin so aufgeregt. Den letzten Hammer hat GMC vor 10 Jahren rausgebracht. Mal sehen, was dieses E-Ungetüm alles kann. Die Höchstgeschwindigkeit lässt zu wünschen übrig. Mit Nitro ist okay. Mit E-Tro, sagen wir es mal so. Ich habe deine Zeit gemessen. Von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Verdammt schnell bei so viel Gewicht. Ja, das schon, ja. Aber dass das sich so anhört... wage ich irgendwie zu bezweifeln. Du bist über die Straße ohne zu gucken? Echt mutig.
Naja, ich habe schon ein bisschen gebremst, also jetzt nicht so stoppstellenmäßig, aber ein bisschen langsamer war ich schon. Perfekte Traktion im flachen Wasser wie an Land. Mir fehlt noch eine gute Überschrift. Wie wär's mit der E-Bär? Naja. Dein Schweigen spricht Bände. Ich finde etwas anderes. Ja. Besser. Wie sieht der von innen aus? Könntest du in den nächsten Kurven mal richtig Gas geben? Ich will sehen, wie die Federung reagiert. Ja, und dann mache ich ihn kaputt. Du bist schuld. Jetzt reicht's aber auch. Grandios. Der Wagen ist wie eine Mischung aus Panzer und Wolke. Was? Nicht direkt. Also, Panzer und Wolke? Der Hang könnte ruhig steiler sein. Ich möchte sehen, was diese drei Elektromotoren leisten. Drei? Gar nicht so einfach, den hier unbeschadet durchzuzirkeln. Vor allem, wenn man überhaupt nicht weiß, wo es lang geht. Ja. Alles so gleich aus. Fast geschafft. Fehlt noch ein Titel. Vielleicht der robuste Riese? Egal. Darum kümmern wir uns nach dem Rennen. Ich würde sagen, 3 Tonnen Strom. Na also. Abgeliefert hätten wir uns schon mal. Gut gemacht. Neue heraus. Hast du ein Gefühl für den Hammer bekommen? Auch ein schweres Auto kann geschmeidig sein. Du hast das Auto abgeliefert. Jetzt zeig es uns im nächsten Rennen. Es okay. Ist nicht mehr weit. Ob wir unseren Journalisten noch mehr beeindrucken können? Gewinne das Rennen. Ah, okay, gegen einen nochmal. Alter Schwede. Das verspricht lustig zu werden. Ja, krieg ich. Du fährst mit einem Powertruck durch einen Vulkan, umgeben von, schau dir das an. Ich wollte gerade sagen, kriege ich hier auch eine Spur zum meinen NOS oder mein Turbo auffüllen. Und noch einer schluckt Staub. Another one bites the dust. Oha. Uah. Kein Zweifel. Er ist definitiv gut gefedert. So, NOS. Electro Boost to go. Der Hammer, die Kraft, das Talent. Du hast alle Zutaten, die du brauchst, um hier zu siegen.
Ein guter Titel wäre Thors Hammer. Weil Thor, Blitze und so. Und Hammer, Hammer. Das ist Spaß pur. Kaum zu glauben, dass die das Ding tatsächlich gebaut haben. Naja, gut, Spaß. Ja. Geht. Wow, hier sieht's fast aus wie auf dem Mond. Wie soll ich das nur beschreiben? Egal. Sieh dir das an. Das glaubt mir sowieso keiner. Ich wage zu bezweifeln, dass auf dem Mond rosane Wellen rumstehen. Oh nein. Nicht voll gemacht. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, in diesem schwarzen Vulkansand zu fahren, während es schüttet wie aus Eimern. Das muss ja eine schwarze Soße hingeben, die ihresgleichen sucht. Oh nein, Nostzone verpasst. Wo geht's lang? Bitte. Sieh dir nur diese 250 Kilowatt Motoren an. Das ist der Hammer. Wie soll ich mir die ansehen? Die sind doch im Motor, im Auto verbaut. Wo bist du, andere? Weg. Bist du nicht gekommen. Das war heftig. Ich glaube, jetzt habe ich meine Überschrift. Das Energiebündel. Zu platt? Nee, ist okay. Das Energiebündel ist gut. Der hat drei Scheibenwischer. Cool. Hammermäßig. Naja, wunderbar. So wird's gemacht. Sehr gut, aber die Reise ist noch nicht vorbei. Geschafft! Du hast die drei Autos abgeliefert und bewiesen, dass Stromer gegen Benzinschlucker mithalten können. Hallo, kann man jemand das Tor aufmachen? Danny ist begeistert. Danke für alles. Ja, und jetzt? War's das? Jetzt sau ich meine Karre auch noch ein mit diesem schwarzen Sand hier. Aber wobei, jetzt regnet zum Glück nicht mehr. Normalen Dreck. Boah, das muss sich so krank anfühlen. Meinst du nicht, es ist zu früh für Feierabend? Wenn man... Yep, wir haben noch eine Überraschung für euch. Wenn man mit so einem Taycan Turbo S auf einem Feldweg wie diesem hier, der eigentlich nur aus Staub und Dreck besteht, einfach mal voll drauf latscht. Da muss ja eigentlich alles spritzen. Der hat ja Allrad eigentlich. Und dann einfach voll. Im Ernst, ein besonders spektakuläres Rennen. Drei Autos, klasse Gegner und verschiedene Terrains. Die Show ist noch nicht vorbei. Terrains? Mehr verrate ich aber nicht. Es ist eine Überraschung. Glaub mir, wenn ich sage, dass es bei der EV Odyssey noch jede Menge zu staunen gibt. Naja. Bin ich aber gespannt. Final Event. Okay, sie haben offensichtlich doch noch ein paar. So, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Oh, by the way. Ich sehe Gras. Nein, nicht schon. Ich doch noch mal rein. Ich will mich da noch... Nicht, na, warte.
Egal, ich bleib jetzt hier stehen. Halt. So, ich bleib hier stehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei The Crew Motorfest. Denn ich muss jetzt die Aufnahmesession beenden. Und ja, bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.